und wird noch dazu ein wenig stärker. Ja, und da fehlt tatsächlich hier ein Beam dazwischen. Da müsste doch eigentlich der Eisbeam sein. Also heißt das jetzt im Umkehrschluss, wir haben den tatsächlich irgendwie übersehen? Oder das ist irgendwie absichtlich gemacht, um das Gefühl zu erzeugen, wir haben den übersehen? Naja, gut, wer weiß das schon. Wir werden es doch irgendwann rausfinden. Hier haben wir jetzt mal eine etwas stärkere Waffe, mit der wir auch durch Wände feuern kann. Das ist gerade hier sehr nützlich bei diesen Viechern. Gibt es auch nicht oft, dass man den Wave Beam vor dem Ice Beam findet. Naja, müssen wir vorerst wohl mit leben. Ich kann es nicht ändern. Im schlimmsten Fall mache ich mir das Spiel schwerer. Oh, und da ist ein Durchgang für die Screw Attack. Ja, die haben wir natürlich auch noch nicht. Und eine weitere rote Tür. Ein weiteres Item und wir haben High Jump Boots gefunden. Maximal Sprunge wird erhöht. Das ist doch toll. Das nimmt uns ein klein wenig die Arbeit ab. Oh, da ist ein Durchgang. Da ist noch ein Durchgang. Und da kommen wir zu einem dieser roten Wächterhände. Machen wir mal mit unseren Bomben platt. Oh, ein Energietank. Das finde ich doch extrem geschlechtsorgan anregend. Da oben ist sogar noch eine Missile Expansion und da oben sehen wir einen Block, den wir wegsprengen können. Ja, doch mal hier ganz gut abgeräumt. Der High Jump Boots sollte es ein leichtes sein, hier hochzukommen. So, hier waren wir. Warte mal wieder ein paar Items auf uns. So, diesen Kerl hier loswerden. Oh, sogar zwei. So, da kommen wir so ein bisschen hoch. Kein Problem. Und das andere Item, da wird wahrscheinlich auch irgendwie hier einen geheimen Durchgang haben oder dergleichen. Vielleicht von unten, ja. Da unten ist ja auch noch ein Durchgang, den wir noch nicht ganz erforschen konnten, weil da eine Wand im Weg war. Aber vielleicht kommen wir von hier aus sein. Dann müssen wir da wahrscheinlich durch die Decke gehen. Macht wohl Sinn, eigentlich. So, und das sieht doch verdächtig aus. Aber da ist nichts. Wie Sie sehen, ist da nichts. Wahrscheinlich nur eine Hilfe, wenn man die High-Jump-Boots nicht hat und man den Wall-Jump nicht so gut beherrscht. Dass man sich da an der Kante festhalten kann, um dort zu kommen. So, was heißt das so? Nee, oder ist kein versteckter Durchgang, wo wir durch die Decke können. Hm, wie kommen wir denn dann sonst da? Genau abtasten. Nee. Nix hier.
Nope. Kein Durchgang unter dieser Nummer. Scheiße, Mann. Wie kommen wir jetzt daran? Vielleicht doch irgendwie von oben. Muss ja fast schon. Wird es ja irgendwie wenig Sinn machen, dass der zerstörbare Block da unten auf dem Boden war. Vielleicht was? Nee. Na, komm schon. So. Vielleicht hier im Boden irgendwo was? Auch nicht. Ah, ja. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, wer lange sucht, wird auch irgendwann belohnt. Glaube ich zumindest mal. So, dann haben wir hier eigentlich soweit alles gesehen. Weiter nach oben uns mal wieder begeben. Denn da wartet noch, da ist noch ein Item verzeichnet, was wir noch nicht haben. Und hier erstmal wieder zurückbefördern lassen. Genau, das war dieses Item hier. Aber wir waren ja auch noch nicht auf dem Dach dieser ganzen Konstruktion, wenn mich nicht alles täuscht. Hier oben nämlich. Was wir da vorhin gesehen haben. Aber da, laut Karte ist da der Durchgang irgendwo da auf der rechten Seite neben dem Item. Das heißt also vielleicht irgendwo da an der Wand von dem ganzen Gebäude hier. Scheint das zu sein. Und eine weitere rote Tür. Kein Item und die Tür verschließt sich. Das heißt nichts Gutes. Oh je. Wer bist du denn? Archanus. Ein territorischer Organismus. Sein gepanzertes Versteck ist sehr widerstandsfähig und benötigt eine hohe Spannung, um sie zu beschädigen. Angriffe mit allem Geringerem werden die Kreatur nur aggressiv machen. Wenn sie aggressiv ist oder wenn sie zornig ist, rollt sie sich in einem Ball und versucht, seinen Widersacher zu rammen. Bomben könnten in der Lage sein, sie in die Luft zu befördern. Ah ja. Ja, diesen Boss kennt man aus vorherigen Metroid-Spielen. Der war auch im Original drin und auch ist auch der erste Boss gegen einen Metroid Fusion. Und da hören wir auch gerade die Musik aus diesem Kampf. Naja, sein Arsenal besteht aus flammbaren, ja, feuren Feuer und seinen Klauen, damit er eine hohe Frequenz vibrieren lassen kann, die Schallwellen verursachen. Scans deuten darauf hin, dass er ein Relikt der Chozo bekommen hat. Ah ja. Ja. Ein sehr interessanter Bosskampf, wie ich finde. Wo ich erstmal in der Demo, das habt ihr vielleicht auch gesehen, wenn ihr die Demo gesehen habt, da habe ich lange gebraucht, um da drauf zu kommen. Obwohl es eigentlich ja in dem Scan drin steht, die ich aber damals, so klug wie ich war, nicht gelesen habe. Nämlich da oben sehen wir diese Spikes mit
elektrischer Ladung und da müssen wir ihn rein befördern. Ja, wenn er jetzt so aufschreit, dann fängt er mal an, da hier als so einen Ball herumzurollen. So. Wird natürlich immer schwieriger, ihn da zu treffen. Jawohl, ja. So, und da haben wir ihn. Und wie gesagt, er hält ein Shoso-Artefakt in sich. Und das ist in diesem Fall der Springball. Also, wie der Name sagt, in Morphball-Form können wir jetzt Sprünge ausführen. So, ich check noch mal kurz hier die Sachen, wo das Lobkarte eigentlich nicht viel Sinn machen würde, dass hier im Geheimgang versteckt ist. Also da hat sich der Entwickler auch ziemlich gute Gedanken gemacht, den Bosskampf gegen diesen Gegner ein wenig zu erweitern und interessanter zu machen, was ich sehr, sehr cool finde. Obwohl das meiste eigentlich ja schon in dem Scan drin steht, aber ich habe ihn leichtsinnigerweise, als ich die Demo gespielt habe und bei diesem Bossgegner war, habe ich mir den nicht durchgelesen. Was mich ein wenig in Bedrängnis gebracht hat. Aber okay. Das ist Vergangenheit. Die haben wir bewältigt. Das sollte man auch. Und was wir auch bewältigt haben, wir haben jetzt soweit, glaube ich, hier diese Anlage weitestgehend erforscht. Haben aber immer noch 4 Metroids auf dem Konto, um die wir uns kümmern müssen. Dann wollen wir uns doch mal hier schnell die Decke ansehen, ob hier vielleicht irgendwo noch jemand was versteckt hat. Wäre doch ganz schön. Vielleicht so ein Energietank, würde ich definitiv nicht nein sagen. Oder eine Missile Expansion, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Das ist schon ein guter Vorrat. So, es scheint aber sonst hier nichts zu sein. Jetzt haben wir gleich hier mal eine vollständige Runde gedreht. Da geht es auch runter. Oh, aber da ist noch ein Durchgang mit einem Metroid-Eye. Da ja, finden wir zumindest wahrscheinlich noch einen weiteren Widersacher. Da ist er auch. Jawohl, ja. Da waren es nur noch 3. So, und hier ist auch, glaube ich, irgendwo in der Nähe, wenn ich mich da entsinne, ist nochmal so ein. Ja, so ein Metroid-Nest quasi. Also einer dieser Bereiche, die von der Umwelt her, von den Bedingungen her, diesen Metroids am besten liegen. Also mit diesen ganzen überzogenen Dornen und so weiter. Muss hier irgendwo ganz links noch so ein Durchgang sein. Wo wir dann eigentlich auch die restlichen 3 finden sollten. So, da will jemand nicht, dass wir da mit dem Spider-Bro hochgehen. Deswegen sind da Spikes platziert. Und hier finden wir eine weiße Tür. Interessant. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir diese Tür auf? Also das Ganze mit diesen Türen, das schreit eigentlich schon fast irgendwie so, dass wir wahrscheinlich so gegen Ende des Spiels, wenn wir so ziemlich alle Items haben,
Ja, das nochmal wieder so ein, ne, wie man das bei den meisten Metroid-Spielen kennt, so eine Art Cleanout macht, ne? Also die letzten Türen dann nochmal alle mitnehmen, wenn man 100% haben möchte. Irgendwie schreit das hier so ein bisschen danach im Original. Das Original war so designt und da sehe ich auch gerade schon wieder so eine von diesen Chozo-Mini-Statuen. Aber ich scheine immer noch nicht da das passende Item zu haben. So, stattdessen finden wir eine Speicherstation und ich denke mal, hier der Durchgang wird uns wieder in, ja, in so eine Art Nest wieder führen. Was ich auch sehr cool finde, wenn wir da reinkommen. Wir hatten ja im vorherigen Areal war da ein Remix der Musik zu hören, die wir in dem Hauptareal gehört haben. Und das hier ist jetzt auch der Fall. So, und hier wird ein Scan durchgeführt. So, die Brutstätten. Genau, so hießen die ganzen. Und das ist, ja, das ist der gleiche Text, den wir vorher auch hatten. Brutstätten, ja, nach dem Wort habe ich gesucht. Dann brauchen wir es auch nicht wieder mit anderen Beschreibungen komisch umschreiben. So, und ich glaube, hier wartet auch schon der erste Freund gleich auf uns. Denn dieses Areal ist ja geradezu dafür geleckt, dass hier ein Metroid auf uns wartet. Und da ist er auch schon. Und er weicht auch nicht aus, das ist auch schön. Aber es ist natürlich nicht ganz so easy, den hier auf so einer kleinen Plattform klein zu kriegen. Aber er hat diese Ram-Attacke drauf. So. Sehr schön. Da sind wir doch glücklich mit einem von diesen Herzchen weniger auf der Welt. Zu sein. Vielleicht hier auch nicht. Da unten auch nicht. Aber ich glaube, hier war was. Genau, da. Da kann ich mich noch so leicht aus der Demo daran erinnern. So, da ist ein Energietank. Das finde ich spitzenmäßig. Da haben wir schon 4 auf dem Konto. Das gefallen mir ganz sehr. Da mal so einen komischen Star Wars Charakter zu zitieren. So, und hier ist doch bestimmt noch irgendwo so ein kleiner Freund. Oder vielleicht schon ein größerer Freund. Ne, ein kleiner Freund. Ja, schade, den konnten wir leider nicht mal einen mit verpassen. Den haben wir stattdessen aufgeweckt. Und der weicht auch wieder aus. Uns aber nicht weiter beunruhigen. Ach Mensch. Nee. So wird das gemacht. Ein Treffer wahrscheinlich noch. Nee, jetzt noch ein. Jawohl. So, hat ein bisschen mehr Energie gekostet, als ich eingeplant hatte, aber er hinterlässt glücklicherweise genug, um unseren Vorrat wieder vollständig aufzufüllen. Noch weiter runter hier ein Metroid ist noch in dieser Gegend. Während hier 1000 brüchige Stellen zu finden sind. In diesem Raum ein Geheimgang. Ala Mario. Ne, haben wir nicht. So, und ich nehme an, in diesem Areal wartet unser letzter Freund für dieses Areal. Den Weg oben lang. Da sind die Plattformen etwas günstiger für uns.
Wobei das da hinten schon ziemlich ungünstig war, dass da überhaupt keine Plattformen unten mehr waren. Und der Typ natürlich ganz am Ende dieses Areals auf uns wartet. So, der seht ihr schon, der hat wieder etwas längere Ärmchen. Ein bisschen weiter fortgeschritten. Und den können wir eigentlich am besten hier in dieser Suppe bekämpfen oder in diesen Dorn. Anstatt da oben auf der Plattform zu sein, das hat gerade schon recht lange gedauert. Kostet zwar ein bisschen Energie, aber wir kriegen den dafür auch schneller platt. Und insgesamt ist unser Energieverlust geringer. So, keine Metroids mehr da, aber irgendwie auch noch kein Erdbeben, was ich ein bisschen seltsam finde.